am Fensterbrett des Küchengartens. Heute soll es mal wieder um meine Orchideen gehen. Wenn es draußen langsam kälter wird, früher dunkel und nicht mehr so viel zu tun ist im Gemüsegarten, dann wird es Zeit, dass ich mich wieder um meine Zimmerpflanzen kümmere. Vor allem um meine heißgeliebten Orchideen. Ich starte heute mit einer neuen Serie und zwar soll es darin um alles gehen, was Einsteiger über die Pflege von Orchideen wissen müssen, damit es bestimmt mit ihnen klappt. In diesem Video gebe ich euch 5 grundlegende Tipps und einen Bonustipp, wie ihr garantierten Erfolg mit euren Orchideen habt. In ihrer Heimat wachsen Orchideen im Halbschatten großer Bäume. Das heißt, sie sind nie wirklich direktem oder prallem Sonnenlicht ausgeliefert. Trotzdem brauchen Orchideen einen sehr hellen Standort. Das Fensterbrett ist ideal, um all diese Bedingungen zu erfüllen. Jedoch sollte es auf keinen Fall die Südseite sein. Dort wird es um die Mittagszeit einfach zu heiß. Die Pflanzen können sogar einen Sonnenbrand bekommen. Ein Fensterbrett, das in Richtung Osten oder Westen ausgerichtet ist, hat sich für mich am besten bewährt. Die ideale Temperatur für die meisten Orchideenarten liegt zwischen 16 und 30 Grad Celsius. Auf einem Ostseite-Fensterbrett sollte das Einhalten dieses Temperaturbereichs absolut kein Problem sein. Da Orchideen in tropischen Regenwäldern beheimatet sind, lieben sie naturgemäß eine hohe Luftfeuchtigkeit. Das muss man vor allem im Winter beachten, denn da wird die Raumluft durch das Heizen sehr trocken. Regelmäßiges Lüften und das Besprühen der Blätter schafft hier Abhilfe. Wenn ihr besonders viele Orchideen habt und auch sehr teure darunter sind, dann würde ich euch zur Anschaffung eines Luftbefeuchters raten. Besprüht werden meine Orchideen mit kalkarmem, zimmerwarmen Leitungswasser. Orchideen haben sogenannte Luftwurzeln. Diese brauchen es luftig und hell. Wenn ihr sie in dichtes, feuchtes Substrat steckt, dann faulen sie leicht. In normaler Blumenerde können Orchideen also nicht wachsen und gedeihen. Das oberste Gebot bei Orchideensubstrat ist also, es sollte möglichst grob und durchlässig sein. Ich zum Beispiel mische mir mein Substrat selbst, und zwar aus Kokosfaser, Pinienrinde, Sphagnummoos und Bleton. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das ihr euch gerne hier auf meinem Kanal anschauen könnt. Ich verlinke es euch oben in der Ecke. Das Gießen von Orchideen ist für viele immer noch ein großes Mysterium. Hier gilt die Faustregel, weniger ist mehr. Wie schon beim Substrat erwähnt, faulen die Wurzeln der Orchideen sehr leicht. Je mehr Wasser das Substrat also speichert, desto weniger muss gegossen werden. Bevor man neuerlich gießt, sollte das Substrat immer komplett abtrocknen. An der Farbe der Wurzeln kann man außerdem erkennen, ob ein Gießen überhaupt notwendig ist. Sind die Wurzeln saftig grün, dann nehmen sie noch genug Wasser auf. Sind sie silbrig, dann muss man gießen. Ich persönlich bevorzuge beim Gießen das Tauchen. Ich lasse also den gesamten Wurzeltopf mit Wasser vollrinnen und dann lasse ich ihn ca. 10 Minuten stehen. So saugt sich das Substrat gut voll. Und mit dieser Methode reicht es, die Orchideen alle 1 bis 2 Wochen zu gießen. Auch beim Düngen von Orchideen gilt wieder, weniger ist mehr. Als Aufsitzerpflanze kommen die Orchideen in ihrem natürlichen Lebensraum mit sehr wenig Nährstoffen aus. Diese nehmen sie aus dem Wasser der Umgebung über die Wurzeloberfläche auf. Düngt man zu viel,
kommt es sehr schnell zu Verbrennungen an den empfindlichen Wurzeln. Zu empfehlen ist ein Flüssigdünger speziell für Orchideen. Diesen gibt man dann nach Packungsanleitung in das Gießwasser, in dem die Orchideen getaucht werden. Ich selbst dünge hauptsächlich mit einem Blattpflegespray, den man auch über die Wurzeln sprüht. Nach jedem Tauchgang verwöhne ich meine Orchideen mit diesem Spray. Orchideen mögen ja bekanntlich überhaupt keine Staunässe, da sonst die Wurzeln viel zu schnell faulen. Wenn ihr eure Orchideen mit der Gießkanne wässert, also nicht taucht, dann könnte das zu einem Problem werden. Deswegen gebe ich in meine Übertöpfe Bleton oder andere Steine, worauf ich dann die Pflanze stelle. So kann überschüssiges Wasser abrinnen und bleibt nicht an den Wurzeln stehen. Zusätzlich verdunstet das überschüssige Wasser nach und nach, was die Luftfeuchtigkeit rund um die Orchidee erhöht. Eine Win-Win-Situation also. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video einige Fragen, die ihr zur Pflege von Orchideen habt, abklären. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne einen Daumen rauf oder lasst mir einen Kommentar da, damit ich weiß, welche Themen ich vielleicht nicht behandelt habe oder auf welche Themen ich genauer eingehen muss. Ich wünsche euch eine schöne Zeit mit euren Zimmerpflanzen und hoffe, dass wir uns auch nächsten Mittwoch wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!